Willkommen zurück zu Daisy Epoch Generous. Ja, und der Teddybär ist jetzt auf dem Surfer und ein Black Danger. Und beide, ja, okay, er ist jetzt bei dem Airport. So, ich hoffe mal, er ist noch voll getankt. Oh, der müsste repariert werden. Aber es geht noch. Ich will den ja verkaufen. Jetzt werden wir mal überraschen. Ich habe gesagt, ich komme und hole ihn ab, aber er hat seine eigene Strecke. Später kann ich ihn ja fragen, ob er gerne in meinem TS mitkommen möchte, wenn er ein Headset hat. Der Ace hatte ja nur kein Headset oder sein Headset war deaktiviert. So. Oh, der fliegt sich aber. Wenn man jetzt noch Raketen bestückt und so, dann könnte man den ja... Aber ich vermute mal langsam, dass ich den vielleicht gar nicht verkaufen kann. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, das Video werdet ihr ja wahrscheinlich auch erst viele Wochen später sehen. Das ist jetzt der 101. Part. Hier hat er mir gerade eben auch was an. Ach, das ist wieder der Hubschrauber da unten, ne? Ja, ja, wo ich vorhin gelandet bin. Ja, ich würde gern den Heli hier, würde ich auch gern haben. Nur eben abgeschlossen, ne? Mit Schlüssel eben. Ich hoffe ja, dass noch mehr auf den Surfer kommen. Von der Community. Oh, hier brennt's. Alter Schwede. Hat aber einer Feuer gelegt hier. Steppenbrand. Fliege ich mal ein bisschen weiter zur Küste. Also wenn er jetzt von Balota Airport mit dem nach Generous fährt und von Generous aus will er zum Trailer. Naja, wir werden ja sehen. LKW ist ja nicht so klein. Ich hoffe jetzt nur, dass ich hier nicht irgendwo in einer Mission reingerate. Aber mit dem Heli könnte man schon eine Mission komplett ausräuchern. War er die ein abgeschlossen? Ich glaube, der ist auch ein bisschen gepanzert. Und er die einen abgeschossen haben, hat man da alles weggebombt. Und jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier sind. Ach hier. Okay. Dann müsste ja gleich Elektro kommen. Da vorne. Elektro. Fliegen mal ein bisschen flach. Könnt ja dann so vor ihm auf die Stelle fliegen und dann ergeben sie sich bitte. Das wäre ja mal cool, ne? Er weiß ja nicht, dass ich keine Raketen an Bord habe. Ist auch schon Generous. Wenn, dann nimmt er ja die eine Straße. Müssen wir mal ein bisschen gucken.
Entweder kommt er von da hinten oder ist hier schon. Oh, gut, dass er gleich einen LKW gefunden hat. So schnell hatte ich kein Auto gefunden. Zwar auch da hinten so ein Lader, ich erinnere mich noch ganz genau. So. Die Straße würde dann nach oben fahren. Die hier. Oder er würde von da kommen. Ich frage nochmal an. Aldi. Ah, Aldi. Da vorne. Hier vorne bei der Kaufhalle. Sieht ihr da irgendwo ein LKW stehen? Ah ja, da. Ist das nicht cool, Leute? Aber hier muss man eben, wie gesagt, yep. Kurz warten, vielleicht kommt der Herr ran, wenn er mit der Kaufhalle fertig ist. So, die Zombies dürften ja hier nicht herkommen. Oh, er muss auch welche erschießen. Bin ja mal hier fett voll auf die Straße gelandet. Aber was ist los, Priester? Ist Langeweile. In die Kirche, wo du hingehörst. Ja, ich könnte nicht näher kommen. Wollen ja ehrlich bleiben, ne? Moment, ich muss mal. Hast du Headset an? Ich weiß jetzt nicht, was der Black Danger jetzt immer will. Ja, bin ich schon. Moment, schreibt er. Wie die Zombies sich da tummeln. Um.
Du meinst jetzt zum Banditentrailer? Ja, wahrscheinlich, ne? Komm an Bord. Kommen Sie an Bord. Ja, ich will ihn ja eben verkaufen, wie gesagt. Und das geht wahrscheinlich, wenn dann nur hier. Aber ich könnte mir vorstellen, denselben gleich wieder zu kaufen. Ist er an Bord? Oder steht er noch draußen? Bist an Bord? Sehe das jetzt nicht, ob er da noch sitzt. Also sind die Raketen davor. Aber ich denke mal schon. Ich meine, so ein LKW, naja, findet er überall mal. Ich hoffe mal, er ist an Bord. Sonst hätte er ja geschrieben, bin mit Kollegen im TS. Da ist schlecht mit Voice-Chat. Okay. Alles klar. Also dann lohnt es sich nicht, da zu reden. Aber vielleicht kann ich ihn ja überreden, mal in mein TS zu kommen. Das gilt natürlich auch für jeden anderen, der mitspielen möchte. Und jetzt fragt er mich gerade. Sind natürlich Banditen, sonst würde ich ja nicht dahin fliegen. Und glaubt mir, Leute, wenn ich den jetzt da verkaufen kann, werde ich mir denselben gleich wieder kaufen. Weil der ist ja absolut mal hammergeil. Ich darf den Teddy jetzt gar nicht erzählen, dass mir der ES-52 Briefcases geschenkt hat. Oder wahrscheinlich auch sagen, was? So, und jetzt safest und sind wir schon mal. Ah ja, er saß vorne. Guck ich mal, ob er den hier hat. Helikopter. Den hat er leider nicht hier.
so ein Mist. Nee, hat er nicht hier. Wo ist er denn? Den hat er nicht. Kann man also nicht verkaufen. Willst du ihn haben? Ach, das ist der AH64D. Ja, noch mal schauen, der hat doch jetzt nicht hier mehrere, ist doch hier nur Helikopter, ne? Das andere sind doch alles Autos hier. Das sind auch Autos. Ja, ist der SUV da vorne und hier ist Helikopter. Oder ist das ein gespawnter von... glaube nicht. Überlege ich gerade, was ich mir jetzt schon wieder hole. Ich habe ja noch 3 Briefcases mit. Da muss der Heli aber dann weg, weil ja die anderen hier spawnen. Okay, lass mal zu den Kollegen flattern. Warte mal. Fliege du mal. Hole mir noch was Schönes. Fliege du mal, hole mir noch was Schönes. Ach, jetzt mache ich denn jetzt. Komm hier total durcheinander. Fliege mal treffen uns irgendwann an der Seezunge. Okay. Jo, naja, dann kann er den jetzt erstmal nutzen. Mir bringt er ja nichts. Wie gesagt, die man nicht abschließen kann, das mag ich jetzt nicht. Jetzt ist die Frage, was hole ich mir? MH605AL. Ja, man erkennt leider auf dem Bild nicht, was für einer das ist, ne? Wir könnten uns aber auch den holen. Wir haben ja 5 Ruby. Ne?
Wollen wir uns einen Panzer holen und dann damit mal ein bisschen durch die Gegend cruisen? Weil Helis, weiß nicht, den könnten wir jetzt auch nicht. 4 Briefcases, den könnten wir. Aber den haben wir, glaube ich, schon. Die Mi haben wir schon. Den hatten wir schon mal verkauft. Ich glaube, den könnten wir. Ich weiß es nicht genau. Das ist ja hier der Ami. Also hier der Vietnam-Heli. Den würde ich mir dann höchstens noch holen. Dann würde ich mir noch einen Briefcase holen. Ich habe jetzt aber nur. Ne, komm. Lass uns mal den Panzer. Dann wissen wir endlich, was für das. Ich glaube mal, das ist der Spähwagen. Aber wir können uns ja mal überraschen lassen. So, wir nehmen jetzt die erstmal weg. Und 4 Ruby rein. Ich meine, wenn wir sie schon mal haben. Und ich glaube, der wäre jetzt auch besser als wie der beim Airport, ne? Weil den beim Airport kann ja jeder kaufen. So, es sei ja, hat hier noch irgendwie was mit Rubine. Der Wotnik, ne, das war ja alles mit Briefcases. Ne, ne, das war das Einzige, was der hier hatte mit. Den kaufen wir jetzt uns mal. Wann haben wir schon mal die Gelegenheit? Wer weiß, wann ich mal wieder Rubine in der Hand habe. Ja, und der Black Danger, der scheint nur Englisch zu reden. Wow. Ja, das scheint, das ist der Spähwagen, aber bewaffnet, ne? Unser erster Panzer, Leute. Ist das geil. Ja, ich hätte zwar gerne so einen anderen, ihr wisst schon, so mit so einem langen Rohr vorne. Und jetzt nichts Falsches denken. Aufschließen und rein da. Oh ja. Da fühlt man sich doch gleich besser. Ich will jetzt aber keine Munition. Wir haben ja, glaube ich, sogar noch im ja, ich kann, mein Englisch ist leider sauschlecht, also. So, ich überlege gerade, weil der Part ist ja jetzt auch bald wieder ein paar Minuten noch. Dann ist der ja vorbei. Ich bin am Überlegen. Ja, wir fahren jetzt links hoch. Links hoch hier. Über den Airport. Um den Airport rum und dann irgendwie. Irgendwie so, dass wir irgendwann zur Seezunge kommen, weil das Baby möchte ich jetzt schon gerne zu Hause haben. Ist das. Das müsste eigentlich. Ah, der lenkt mit Doppelachse. Ist das jetzt die Straße? Ja, jetzt sind wir hier abgebogen, ne? Okay. Die fahre ich jetzt immer geradeaus. Der fährt ja auch, wie man sieht, auf Sandwege schnell. Aber keine Sorge, also Mission mache ich trotzdem noch, ne? Also das heißt jetzt nicht, weil ich jetzt so viele Briefcases habe. Ne, normalerweise müsste ich jetzt, okay, da könnte ich aber. Wir müssen auf jeden Fall zu den Trailer. Ich muss mir einen Safe noch holen. Weil ich will jetzt nicht die ganzen Briefcases im LKW lassen. Die brauchen nur mal in die Luft fliegen und dann ist alles weg. Ah, eine Hupe hat das Ding gar nicht. So, ich müsste jetzt. Wo bin ich denn? Ach, da. Auf der Straße hier bleiben. Was wir noch nicht geguckt haben, Leute, ist, wie viele Inventarplätze hat er denn? 10 Waffen, 100 Plätze, 5, ja, das geht ja. Ne? Ist ja ganz erschwinglich.
schreibt er jetzt Cev 1 gleich ja, ich will jetzt eigentlich den Panzer jetzt nur noch zur Base bringen und dann vorher mir noch einen Tresor holen. Einer reicht ja auch erstmal zu. Ja, und dann war es das für mich heute erstmal wieder. Jetzt habe ich ja hier späten Nachmittag erst aufgenommen. So, ich denke mal, dass wir jetzt hier links müssen, ne? Ja. Aber der Panzer ist trotzdem geil, auch wenn es jetzt kein, in meinen Augen kein richtiger Panzer ist, also ihr wisst schon, mit Kanone vorne und so. Ist der doch schon so eine Art Spähwagen, auch richtig geil. Vorsicht, Auto. So, bin ich jetzt richtig, wenn ich hier lang fahre? Happy Birthday, wer hat denn Geburtstag? Donny war Teddy. Falls ja, dann wünsche ich dir auch alles Gute zum Geburtstag. Ja, ich bin noch richtig. Wir sollten uns jetzt links halten. Ui, Entschuldigung. Ja, macht so ein Panzer natürlich nichts aus, ne? Okay, dann meinte er den Black Danger, das ist sein Kollege. Ja, vielleicht sind die ja beide mal irgendwann an der Seezunge. Oder die bauen sich irgendwo selber was. Mal sehen. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Jetzt muss ich auf jeden Fall hier abbiegen. Fährt sich schon geil, das Ding. Aber ich möchte trotzdem nicht da oben drin sitzen an dem Geschütz, weil, ja, bist du schneller tot, als man denkt. Ich stell dir mal vor, da sitzt jetzt einer drin am MG und wir fahren jetzt so in eine Mission rein. Muss man natürlich auf die Minen aufpassen. Aber ich denke mal nicht, dass der lange überlebt da am Geschütz. Nein, nein. Also als Fahrer schon, ne? Innen drinne, weil ja alles gepanzert ist. Nee, der gehört nicht zu Teddy, weil sonst müsste der doch mich mit ihm schreiben. Er hat doch was gesagt von, dass die im TS sind. Das muss ich mal kurz gucken. Ja, ich muss mir jetzt... Ich muss jetzt hier rein. Ja, vielleicht wird das der einzige Panzer sein, den wir je haben. Und ich denke mal, dass man an dem Airport denselben Panzer kriegt, aber ohne Geschütz. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Weil sonst, da gibt es schon Unterschiede zwischen Bandit ist meistens... Bandit und Hero, da ist meistens alles mit Bewaffnung und am Airport jetzt normal, beim Airport Dealer, da kriegt man dann meistens ohne Bewaffnung. Ach, hier sind wir jetzt. Na, jetzt weiß ich wieder.
So, wir fahren mal noch bis zum Trainer, nehme ich euch noch mit. Und dann mache ich einen Schnitt, ist ja auch schon wieder eine halbe Stunde. Oh, der wurde getötet. Von Zombies wahrscheinlich, ne? Oder er ist bei einer Mission getötet worden. Der fährt aber auch schnell hier. Sagen, dass ich den Panzer, na, erwische nicht die Oma ihre, den stelle ich mal hier hin. Lass den mal kurz da stehen. Okay, ja, ich kaufe hier bloß einen Briefcase, aber wir fangen trotzdem das nächste Mal hier wieder an. Ich nehme euch dann weiter, so eine Panzertour hat man nicht jeden Tag, ne? Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Desi Epoch Generous. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.